Nerds. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind wieder zurück in einer Stadt namens Grottkau, auf der Karte Grottkau. Und diese Karte habe ich euch vor kurzem schon einmal vorgestellt. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Kevin LP, der mir diese Karte mal wieder zukommen lassen hat. Der hat fleißig weitergearbeitet und eure Vorschläge, eure Kritik, ja, umgesetzt. Auf jeden Fall hat er sich die zu Herzen genommen. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir stehen hier am Bahnhof Köthen, U-Bahn, reisen wie ein Vogel. Und ja, Richtung Magdeburg Hauptbahnhof fahren hier die Züge, alles klar. Das ist also schon mal ein neuer Abschnitt hier. Ja, Köthen Bahnhof ist neu. Werdet ihr dann gleich sehen. Das ist unser Bus. Ein Solaris Urbino 18 mit ZF-Getriebe in der Euro 6 Variante aus Polen. Viertürer und so weiter. Link dazu in der Beschreibung. Mit dem typischen Cockpit hier. FAP heißt das. Genau, klingt sehr geil, sind glaube ich auch schon das ein oder andere Mal gefahren. Hat aber natürlich hier, da haben sie noch keine Technik in Polen, deswegen ist ja nur so eine Kasse. Wir fahren also mal wieder die 399, die wurde jetzt um zwei Haltestellen ergänzt, also ein neuer Abschnitt. Und dieser Abschnitt, der ist dann dementsprechend bekannt, könnte aber auch mit Veränderungen versehen sein. Da bin ich nachher sehr gespannt drauf. Wenn wir uns ganz genau angucken, fahren die Linie 399. Richtung Quedlinburger Straße will die... Ne, die will nicht mit, alles klar. Oder Quedlinburger Straße, ist auch egal. Tagfahrlicht, okay. Es gibt auch noch den Kurzläufer bis zur Köthener Straße. Das ist ja die Haltestelle, wo wir beim letzten Mal angefangen haben. Das zeige ich euch dann entsprechend. Das ist da ein bisschen seltsam, ja, weil es da verschiedene Endhaltestellen gibt. So, dann sprühen wir entsprechend nochmal die Zeit vor. Und fahren auch entsprechend los. So, was ich auf jeden Fall noch machen muss gerade, ist die Oberflächen trocknen. So. Liegt daran, dass ich hier vorhin mal Regen eingestellt hatte, als ich die Karte geladen habe. Hallo. Hallo. Jawohl. Hallo. Hallo. Einmal normal. Einmal den Fahrschein hier und dann müssen wir mal gucken. 45, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 und jetzt noch 60 Cent. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Oh, dass sie hier alle mit dem 20er bezahlen, das habe ich beim letzten Mal schon angemerkt. Ich glaube, sie haben mir zu viel gegeben. Gefällt mir gar nicht. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Oh, könnt ihr noch was anderes als meckern hier oder was? Mal guten Tag sagen. Was ein unfreundliches Dreckspack hier. So, also ihr seht es, es gibt auch die Linie N20, die hat aber jetzt auch nichts Neues. Also das ist nur, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, könnt ihr hier nochmal gucken. Ja, die N20 dürfte... Bis Köthener Straße, genau. So habe ich mir das auch gedacht. Die geht nur bis zur Köthener Straße, diese zwei Haltestellen bisher. Die wird wahrscheinlich dann noch ausgebaut werden. Es wäre ein bisschen wenig, euch das jetzt zu zeigen. Und das bei Nacht ist das sowieso immer ein bisschen sinnlos für eine Vorstellung einer Karte. Ja, also es gab ja sehr viele Verbesserungsvorschläge, positive Kritik, negative Kritik zur letzten Version dieser Karte. Und ich habe sehr oft gehört, dass er die Kritik sehr gut angenommen hat und auch versucht hat umzusetzen. Ich werde euch nochmal in den Kommentaren, wenn ich es nicht vergesse, die Instagram-Seite zu Projekt oder OMSI-Map Grottkau verlinken. Dort könnt ihr also Teil des Projektes sein, dort mal ein Abo dalassen
und dann also diese ganze Entwicklung dieser Karte mitverfolgen. Eben nicht nur durch die Videos hier bei mir auf dem Channel, sondern auch durch Bilder. So, was ich hier vermisse, das sind auf jeden Fall Ansagen. Die sind noch nicht da. Das ist übrigens hier von GVB. Offizielles Repaint. Wird also auch für diesen Bus mitgeliefert. Hier mal eine schöne Windmühle und so. Gefällt mir alles sehr gut. Gut, da ist eine Kuh mal gerade in der Luft oder so. Das muss man dann nochmal ein bisschen anpassen. Aber an sich gefällt mir dieser Überlandabschnitt sehr gut. So, was das hier wird, werden wir ja sehen. Rieser Ufer heißt das hier. Da muss ich auch nochmal was anmerken. Hier oben steht jetzt schon Jena Straße, also das haut noch nicht ganz dorthin. Oder muss ich hier die 3 eingeben? Kann natürlich auch sein. Warte mal. Ah, okay, ich muss die 3 eingeben. Dann haut das doch hin. Pardon. So, vierte Tür auch noch. Mag ich hier nicht so. Okay, Autotür müsste ich dann. Drücke ich dann das nächste Mal. Alles klar. So, so sieht hier das Ufer aus. Schiff und so weiter. Kann man natürlich noch überarbeiten, ne? Ist ganz klar. Hier 3 verschiedene Bodentexturen zum Beispiel. Wenn jetzt so Details. Ja, manche sagen, ach, der Florian Kalle, der kritisiert wieder. Habe ich ja neulich erst wieder gehört von Omsi Olli. Der kritisiert ja jedes bisschen da. Ja, aber es ist ein Verbesserungsvorschlag, was eben auch mal so ein bisschen ins Auge fällt. Wie gesagt, Kritik muss man nicht umsetzen, ist nur ein Hinweis. Hier könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal so einen kleinen Steg oder so, ja, wo dann Boote anhalten oder sowas. Ah, das ist auch sehr schön hier. Also das gefällt mir schon gut, aber hier hinten könnte ich mir, weiß nicht, vielleicht noch so eine Art kleine Promenade oder ähnliches. Wären jetzt meine Ideen. Weiß ich nicht, wo man das herkriegt, ob man das jetzt von Hamburg zum Beispiel nehmen könnte. Weiß ich gar nicht, wie das dort umgesetzt ist. Aber sonst müsste das doch auch irgendeine Karte mitliefern, denke ich mal. Weil, dass man das jetzt selber entwickelt, so ein Objekt, das ist schon ein bisschen viel verlangt, ne? Das weiß ich selber. So, dann nähern wir uns jetzt wieder der Köthener Straße. Die haben wir das letzte Mal angefangen. Genau, das dürftet ihr, denke ich mal, wiedererkennen. So, das ist also die Runde 1. Für uns jetzt. Sprich, wenn wir vom Bahnhof kommen. So, kurz zur Information. Hier an diesem Bussteig fahren die Busse ab Richtung Quedlinburger Straße, wenn sie vom Bahnhof kommen, und Richtung Köthen Bahnhof. Hier hat, glaube ich, nur der... Ne, hier hat der 399er Pause und Ausstieg, wenn er hier endet. Also sprich der Kurzläufer. Hier fährt dann der Kurzläufer ab. Ja, der... Muss man halt immer gucken, so, wenn man als Fahrgast hier ist. Und Terminus von der Nachtlinie wäre dann auch hier. So. Dann steht hier jetzt eine Lok, ja, von der Deutschen Reichsbahn. Auch sehr schön. Was steht hier? Aha, hier kann man auch mal wieder ein bisschen was lernen. Na gut, das hier ist fiktiv. Aha, okay. So, und hier hatte ich ja gesagt, das wäre ein Betriebshof oder so. Dann wurde ich korrigiert, ja, das sei ja doch irgendwie ein bestimmter Schrottplatz oder ähnliches.
Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Allerdings hier auch mit Graffiti und so, ne, wie man das halt kennt. Ja, sieht ganz nett aus. Könnte aber immer noch ein bisschen zu viel sein. Und dann letzten Endes Performance-Kosten. Heute muss ich sagen, ist die Performance schon mal besser als beim letzten Mal an dieser Stelle hier. Also Stand heute kostet es keine Performance. Aber bei dem einen oder anderen weiß ich nicht. Wie gesagt, zu diesem Schrottplatz oder was das da war, da kamen doch einige Zuschriften. Da habe ich mich dann letzten Endes genauso gefreut wie Kevin. So, und hier haben wir Straßenschäden. Das erinnert mich stark an Bremen Nord. Genau, also mir wurde nicht zugetragen, was hier verändert wurde. Und natürlich auch bei Instagram gesehen, dass es einen neuen Abschnitt gibt und so weiter. Und ansonsten glaube ich, dass diese Baustelle hier neu ist. Gibt auch schon so eine sogenannte Chrono-Events. Das heißt, es gibt eben also so Baustellen und so, die dann eben nicht immer hier da sind, sondern halt nur für eine bestimmte Zeit im Jahr. Ich glaube, das war hier so ein Chrono-Event. Da stand einfach eine Baustelle. Ich habe den 1.5. komischerweise eben ausgewählt im Spiel. Auch da würde ich dann nochmal was anmerken wollen. Hallo. Hallo. Der 1.5. ist ja in ganz Deutschland, das wisst ihr ja, ein Feiertag. Nun ist es so, nun hat OMSI die Feiertage nur bis 2017, glaube ich, eingestellt. Oder 2016, glaube ich, sogar nur. Für Berlin-Spandau. Und nun ist es so, wenn man halt von Berlin-Spandau diese Feiertagsdaten klaut, oder übernimmt halt, was ja völlig legitim ist, dann übernimmt man halt auch, dass eben 2018 nicht die Feiertage eingetragen sind und wir hier nach dem regulären Wochenfahrplan fahren. Ja, am Feiertag. Das müsste man sich dann nochmal, auch wenn diese Karte bei vielen nicht Vorbild sein sollte, aber könnte man sich durchaus mal bei Gladbeck zum Beispiel übernehmen. Bei Gladbeck sind die Feiertage mindestens für 2018 drin, auch für weitere noch. Das Objekt fand ich gerade interessant. Was ist denn das hier? Das kenne ich so gar nicht, okay. Noch nicht gesehen in OMSI. Hier sieht das so ein bisschen aus wie in Polen. Um es mal so ganz drastisch zu sagen. Ja, viele Platten bauten aneinander. So ein bisschen komme ich mir vor wie auf der Karte Stettin. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Eine Fahrkarte bitte. Wieder, jetzt reicht mir das hier. Also mit 20er ist schon ein bisschen too much. Also vor allem, weil so viele hier mit 20er bezahlen. Lasst euch mal vom Fahrplan nicht stören. Der Fahrplan ist in Ordnung. Nur ich zeige euch halt ein bisschen die Umgebung. Deswegen haben wir ein bisschen Verspätung. Ja, an dieser Kreuzung habe ich beim letzten Mal schon gesagt, sehr viele Plattenbauten. Weiß nicht, ob, also doch, ich glaube, eine KI-Bahn soll ja auch noch rumfahren. Meine ich gehört zu haben. Das dürfte hier noch ganz interessant werden. Da sagt man noch nichts zu. Da, wenn, das ist ja noch voll in der Entwicklung. Genauso wie die gesamte Karte. Hier haben wir den Dönertreff aus dem Xenadon. Also ihr seht, Xenadon wird definitiv benötigt. Ich habe auch vorhin dieses Teltow-Haus da gesehen. Dann haben wir auch noch Rheinhausen, Rheinhausen Center. Also entweder wird Rheinhausen Addon noch benötigt. Oder es ist halt immer aus der Freeway übernommen. Kann natürlich auch sein. Hallo. Hallo. Tag, hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Na gut, mit dem 5er geht das ja noch. Einen normalen Fahrschein. Oh ja, jetzt kommt sie wieder mit ihrem 20er hier. Danke. Bitteschön. Aber ich bleibe insgesamt bei meiner Meinung, die ich auch beim letzten Mal schon vertreten habe. Ich finde die Karte bisher sehr gelungen. Und das ist immer noch eine gute Grundlage, um hier weiterzubauen. Diese Linie ist immer noch nicht sehr lang. Allerdings ist sie jetzt, naja gut, ne, 9 Minuten.
Es ist schon mal zumindest so, dass wir nicht hin- und zurückfahren brauchen, damit wir eine Folge füllen, aber trotzdem sind 9 Minuten natürlich noch nicht viel. Und das muss ja auch nicht sein, wenn wir es noch in der Beta hier haben. Dennoch ist diese Karte bisher eine gute Grundlage, um weiterzuarbeiten. Und da würde ich mir auch, ich persönlich würde mir wünschen, weil ich vielfältige Karten sehr gut finde, wenn dann hier einfach mal so ein paar Objekte dann noch ausgetauscht werden. Ja, also wenn man diese Häuserreihe hier mit gleichen Häusern nur halb so lang machen würde, hier genauso. Ne, das sieht halt einfach aus wie auf Gladbeck. Also, wo du halt 40 Mal nebeneinander das gleiche Haus hast. Und das kann dann alles später nochmal eine Überarbeitung gemacht werden. Das darf gerne in der Beta so aussehen. Dennoch, wie gesagt, ihr seid aufgerufen, euer Feedback in die Kommentare reinzuschreiben. So wie beim letzten Mal. Ich finde das immer unglaublich hilfreich für die ganzen Erbauer, wenn Vorschläge geäußert werden, Wünsche, Kritik. Weil damit kann man dann als Erbauer auch was anfangen. Bringt ja nicht nur, wenn ich hier sage, ja, das ist ja ein bisschen zu oft das gleiche Haus nebeneinander. Also von daher seid ihr auch wieder aufgerufen. Hier ist der Fahrplan. Genau, der fährt jetzt wieder Richtung Kötenbahnhof. Alles klar. Ne, es gibt sonst auch noch den Kurzläufer. Können wir uns den Takt nochmal angucken. Die fahren im 10-Minuten-Takt und im 20-Minuten-Takt tatsächlich bis zum Bahnhof durch. Finde ich gut. Natürlich ist das mit 2 Haltestellen. Da kann man eigentlich auch alle Busse durchfahren lassen. Aber ich glaube, das ist schon für später so gedacht. Also wenn man später tatsächlich auch einen Kurzläufer hat, der alle 10 Minuten fährt, das wäre ganz geil. Das ist hier schon sehr gut umgesetzt. Ja? Das ist schon ein sehr guter Ansatz zu sehen. Ja, ansonsten gucken wir uns hier nochmal die Umgebung an. Das ist also hier dieser S- und U-Bahnhof, der natürlich noch mit einem Dach versehen werden muss und mit Schildern und so. Das kommt ja dann alles noch. Ist der aus Teltow-Stadt hier, der Bahnhof? Das sieht ja fast so aus. Ja, hier der Parkplatz. Ist schön gemacht bisher, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat's. Okay, ja, das hat man natürlich auch als Wand hier benutzt, aber ist eine gute Idee. Ja, und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dass ihr auch Kritik dalassen könnt. Positive und negative. Ich freue mich auf weitere Bilder, auf weitere Videos auch von mir dazu, natürlich zu diesem Projekt. Wir bleiben am Ball und danke nochmal an Kevin. Und für euch wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht es gut und ciao, ciao.